Willkommen zurück bei Life is Strange. Wir gucken mal, wer hier wohnt. Could Elliot be lamer if he tried? Aha. Elliot Hampton's room. Wonder what he's up to right now. Mal gucken. Scheint nicht da zu sein. Elliot does work really hard. I guess I'm happy for him. Informatik, 1 plus. The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places. Why does that make me sad? Kaputte Orte, eine Biografie von Ernst Hemingway. Die Welt bricht jeden. Und manche sind danach in den gebrochenen Stellen stark. Okay. Wow. I remember this show. Crazy that Elliot would hold on to this picture after so long. Aha. Guess I'm not the only one who keeps a diary. That's not half bad. Als sie den Raum verließ, es war elektrisch. Errötete Schwingen, gespannt vom Schmerz. Okay. Dark. Ich sehe sie im Ziegel und Mörtel, im frisch geschnittenen Gras, Augen blitzen, auf wie Münzen. Der Fährmann kann sie nicht haben, sage ich, doch die dunklen Götter lachen. Who is it that Elliot's writing about? Der Moment, als die Sonne fast dort ist, die See so umschmeichelnd und warm, wenn konzentriertes Licht die tanzenden Wellen besänftigt, wenn formlose, kalte Unendlichkeit sich einer Ebene unterwirft. Und nur für einen Augenblick ist alles möglich. Alle sagen ja, mein Herz sagt ja, ihre Augen sagen ja. Elliot is way more artistic than I thought. Sie sehen sie und doch sehen sie sie nicht. Wie kann das sein? Wenn die ganze Welt negativ und dunkel ist und sie schreit gleich einer kreischenden Rakete Feuer auf ihren Fersen. Wait, are these about me? What the fuck, Elliot? Wie kindlich sie ist, wie lieblich und grausam. Ihr schwarzes Messer vergießt Worte, Tropfen von Tinte. Computer brauchen wir nicht, machen wir Schublade wieder zu. I knew Elliot did well in class, but I didn't realize he was here on a full ride. Blackwell Academy, die Zukunft braucht Exzellenz. Elliot Hampett, 723 Temple Farm Drive, Nummer 15, Arcadia Bay, Origin 97103. Lieber Elliot, ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre akademischen Leistungen und Ihr finanzieller Status die Bedingung für den weiteren Erhalt finanzieller Hilfe erfüllt. Für das bevorstehende Frühlingssemester 2010 wird die Prescott-Stiftung all ihre Bildungskosten sowie Kost und Logis übernehmen. Glückwunsch zu Ihrem anhaltenden akademischen Erfolg. Mit freundlichen Grüßen. Ja, schön, Herr Direktor. Elliot's kind of preppy in his own way. Maybe he does belong at Blackwell.
I want to say that half the fun of weed is knowing it's illegal, but I think it'd be just as awesome over the counter. Kuratorium der Blackwall Akademie, die Fürstgut Stiftung. Staatsanwaltsbüro von Arcadia Bay. Das Kuratorium der Blackwall Akademie möchte Sie offiziell daran erinnern, dass, obwohl die Legalisierung von Marihuana derzeit auf Landesebene angedacht wird, der Einsatz von Marihuana-Produkten weiterhin auf nationaler Ebene illegal ist. Die Strafverfolgung von Konsum oder Besitz von Marihuana wird auf dem Blackwall Campus streng durchgesetzt. Yep, definitely Drew's room. What do I do if Drew's here? Er scheint nicht da zu sein. Es ist nur die Frage, wie wir heile wieder rauskommen. Good. Drew's not here. Okay. If I were Drew, where would I hide my money? Bet the dinner choices are steak or steak. Mai 2010. Abendessen des der Uni-Auswahl. Ah ja. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. 1. August 2009, Andrew North, Blackwall Academy. Katie Bay, yes, lieber Edward, mit großer Freude verleihe ich Ihnen ein volles Sportstipendium für das Footballspielen an der Staatsuniversität Eugene. Wir wissen, dass ein junger Mann mit Ihren Fähigkeiten und von Ihrem Charakter eine großartige Ergänzung für das OCU-Franchise sein wird, einer Football-Dynastie, die seit Jahrzehnten NFL-Talente hervorbringt. Wow! Too bad I lost my release form. I was really looking forward to running all those sweaty laps. Blackwall Academy, Sportfachbereich, Beistellungsformular, Schüler 1, Schüler 2. Das von allem, also ehrlich mal. We might have failed to kill you, Durgeron. But something tells me Mikey's not through. Yet. Die Legende von Lace, das Schlachtlabyrinth des Durgaron. Bad guys don't usually look so obvious, but this is still awesome. Sergeant Bloat versus Maniacal. Awesome. Dr. Timebot. Ah ja. Mikey's figures. Playing that game yesterday was actually fun. Oh, man. Looks like Drew's dad is having a hard time. Papas Adresse? Er ist ständig umgezogen. Umgezogen, okay. They look so happy. Looks like Mikey's been staying here with Drew. Is the money in there? All right. Guess I have to crack a 4-digit code. Oh.
Okay, warte mal, irgendwo muss ein Hinweis sein. A lot of numbers on here. Okay, 1, 2, 1, 2. Would Drew really use something like this Probieren for a wir es damit. Combo? 1, 2, 1, 2. Damn it. Wrong numbers. Eh? Okay. A lot of numbers on here. Das ist Would zu viel. Drew really das ist use auch something zu viel. Like this for a lock combo? Scheint hier irgendwo We might was? Have failed to bad guys. Awesome. Die Combo knacken. Ah, wartet mal hier, Football Poster. Look at that. More numbers. Look at that. More numbers. 11, 11, 20. Damn it. Wrong numbers. Ja, was haben wir noch? Was ist das hinten? Okay, 11, 36. No, not leaving till I find that cash. 11, 36. Damn it. Damn it. Wrong numbers. Dann 2036. Might actually need some help with this one. Siebenundzwanzigster 1227. Yes. This is kind of fun. Ah. Did little Drew beat you up too? Jackpot. I'm kind of good at this. Okay, got the money. Time. Oh, verdammt. Hey. Elamon! Chloe? What are you doing here? I was looking for your brother, but he's not here, so... Why? Bro, we gotta go. Yesterday wasn't enough? You wanna go another round? Doesn't matter. Mikey, get your stuff, let's move. Drew! Relax. Slow down. Shit. You're making me think you're nervous about something. Is das denn? Who the hell is that? No one. Stay in here and don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. You know what's going on? Damon, you shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit. Scheiße. I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started two-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me a grand. Where is it? I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough times. Yeah. Bet a grand would mean a lot to him right now.
Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. I want my fucking money! You don't have to hit me, man. I'm gonna... Where is it? Please! Just give me one... You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid! No one steals from me! No one. Fuck. Fuck! Er hat gesagt, wir sollen nicht rauskommen. Let me go! No! Your brother said to stay inside. It'll be okay, Mikey. It'll be okay. Damn, you are one tough kid. Fuck you. Yeah? Well, what about this? Good luck running on that knee now. Bye-bye, football. Well, fuck. I'm done. Get my money. Or maybe it'll be your little brother I talk to next. See you soon. Drew! It's okay. I'm okay, little brother. Thank you, Chloe. Thank you. Fuck! Oh, Scheiße, was mache ich jetzt? Wenn wir ihm das Geld jetzt geben, dann weiß er, dass wir es klauen wollten. Wenn wir das Geld nicht geben, weiß er auch, dass wir es geklaut haben, weil wenn er nachguckt, ist es weg. Scheiße, Scheiße, was mache ich jetzt? Das ist eine beschissene Situation. Wir könnten es ihm geben und dann, wir könnten ja dem, wie hieß er, Frank, sagen, dass kein Geld da war, oder? Ich kann das Geld nicht mitnehmen. Hier. It sounds like you could use this. You took this from my locker? Frank asked me to. I didn't know. I'm sorry, man. My dad. He needs this money. Way more than that asshole does. Thanks. Drew! You need to get to the hospital. Don't tell anyone about this, okay? Yeah, no. No way. What, what are you going to do? About Damon? I don't know. One day at a time. I hear you. Ach du Scheiße. Puh. Ach jo, das Theaterstück.
This day has been so messed up. At least I can talk to Rachel now. Das hatten wir auch schon, oder? So. Okay, Freunde, würde ich sagen, das war's für heute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und mal bis dahin und ciao.